Bad Jobs. Schlechte Jobs für Juristen. Bauarbeiter. Ruhe auf der Baustelle. Barista. So, Vorname, Nachname, Wohnort, Familienstand und Einkommen habe ich. Wenn Sie ihn wirklich laktosefrei wollen, dann müssen Sie einmal dieses Formular ausfüllen und mir eine ärztliche Bescheinigung Ihrer Laktoseintoleranz vorlegen. Ansonsten brauche ich hier noch einen Fingerabdruck und dann gehört der Kaffee Ihnen. Bademeister. Der Angeklagte leugnet also das Springen vom Beckenrand, bekennt sich aber des Urinierens schuldig vom Beckenrand. Fußballer. Ihr könnt mich nicht auswechseln. Ich bin Pflichtverteidiger. Notruf. Nee, ich muss schon wissen, ob Ihr Notruf jetzt ein M63 oder ein R13 ist. Ansonsten schicke ich Ihnen am Ende die falsch uniformierten Einsatzkräfte. Friseur. Also das ist wirklich die Trendfrisur, die sehe ich in letzter Zeit überall. Erzieher. Seht nur, Kinder, da ist der Schatz. So, aber wir wollen uns ja an die geltenden Gesetze halten. Also nehmen wir erstmal die Schatzsteuer weg. Dann so ein bisschen Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, meine Krankenversicherung, eure Krankenversicherung. Paartherapeut. Ja, ja. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, sich zu verklagen? Klatschreporter. Nee, sorry, aber das können wir aus datenschutzrechtlichen Gründen überhaupt nicht bringen. Und persönlichkeitsrechtlich möchte ich damit überhaupt gar nicht anfangen. Und bei den Bildern ist es aber ganz wichtig, dass der Jugendschutz da beachtet wird. Ne? Da müssen Sie auch nochmal drüber gehen. Hier und hier. Koch. Aber bevor ich Ihnen ein Jägerschnitzel machen kann, muss ich erstmal Ihren Jagdschein sehen. Dealer. So, dann unterschreiben Sie noch einmal hier bitte den Erhalt des Stoffes und hier entbinden Sie mich von der Haftung für jegliche gesundheitliche Schäden. Die GEMA-Gebühren für die Lieder, die wir auf dem Weg hierhin gesungen haben, GZ-Gebühren, Kulturtaxe, Benzinsteuer, Tabaksteuer, Rente und Erbschaftssteuer. So, und dann bleibt für jeden von euch noch ein Schokotaler.